Ab diesem Untertitel hier soll der Text zweispaltig sein. Zoome da mal ein bisschen zurück, damit wir das im Überblick haben, vielleicht etwa so. Und die Spaltenoption, die findest du hier, entweder unter Format Spalten oder wenn du nicht so gerne mit dem Menü arbeitest, so unter Layout Spalten. Das sollen also zwei Spalten sein. Du siehst, es wird hier ein sogenannter Abschnittumbruch eingefügt und ab da geht es zweispaltig weiter. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen gar weit auseinander. Ich überfahre diese Spalten nochmals und erneut über diese Option kann ich weitere Spalten wählen und hier den Abstand etwas verkleinern. 0,8 sollte bei weitem reichen und du siehst, hier werden die Spalten automatisch ausgeglichen. Man könnte aber auch einstellen, dass diese Spalten nicht gleich breit sind. Da müsste ich diesen Haken entfernen. Was noch ein bisschen unschön ist, diese Spalten sind ja gar nicht gleich lang. Das kann ich beheben, indem ich erneut am Schluss eine Zeilenschaltung mache. Dann dazu mich nochmals ein bisschen näher ran. Dann dieses unsichtbare Absatzzeichen überfahre. Und jetzt sage, ab hier soll wieder einspaltig weitergefahren werden. Du siehst, jetzt gibt es erneut einen Abschnittumbruch und ab hier unten erstreckt sich der Text wieder über die ganze Seite. Nun, es ist immer noch ein bisschen unruhig, dieser ganze Text. Da möchte ich lieber auf Blocksatz umsatteln. Ich überfahre also nochmals diese beiden Spalten und wähle wiederum unter Start Blocksatz. So wird der Text schön ausgerichtet und damit die Wortzwischenräume etwas regelmäßiger sind, wähle ich unter Extras Silbentrennung die automatische Silbentrennung. Und du siehst, jetzt wirkt er wesentlich ausgewogener.